Hallo und herzlich willkommen zurück hier am Tag 15 April. Es ist 14.31 Uhr. Ich bin gerade angekommen von unserem Ausflug und ich würde sagen, wir schnappen uns mal das Zeug, was ich hier alles so drin habe, sofern das alles reinpasst. Nicht mehr ganz. Okay, die Knochen dann vielleicht später. So, dann kommt das hier mal in die Kiste rein. Ja, toll. Ist auch alles voll. Na, ist egal. Dann gehen wir hoch. Okay, dann können wir gleich mal schauen, ob wir den Rucksack machen können. So, da brauchen wir, glaube ich, zwei Seile noch. Und dann geht's ab an den Webstuhl. Und da haben wir den großen Rucksack heute. So, nee, hier könnte es gewesen sein. Habe ich Platz? Nö. Tierisches. Tierisches sollte hier rein. Genau, das kommt damit rein. Mhm. So, jetzt sollte ich aber Platz haben. Eins, zwei. Einmal hier drauf. Einmal das drauf. Einmal herstellen. Und da haben wir ihn. Ja, wunderbar. Schaut es euch an. Und wir sollten jetzt auch 75 Kilo tragen können. So, ich drehe das mal hier. So. Mal gucken, was die Anzeige sagt. Wo steht's? 75 Kilo. Genau. Subi. Ja, schöne Sache. Dann würde ich sagen, ich räume als erstes mal ganz schnell unten den Dings aus. Dann steht für mich heute auf dem Programm der Stahlspeer. Wir müssten jetzt hier ein paar Stahlbahnen haben. Ich glaube, wir brauchen für so einen Stahlspeer. Lass mich überlegen. Zwei. Zwei. Wie sieht es denn hier aus? Müssen wir mal wieder einen reintun als Ersatz. Oder wir machen einen Loot-Ausflug in ein neues Dorf. Das wäre natürlich auch eine Idee. Wie gesagt, ihr seht, ich habe es auch nicht so eilig hier mit dem Ausbauen. Es ist halt alles ein bisschen längerfristig angelegt. Ich vermute mal Mitte, Ende des Jahres, also Herbst, kommt dann nochmal das Update 19 oder irgend so eine Version. Und dann geht es hier sowieso weiter. Also ich würde dann diesmal den Spielstand hier weiterführen. Ich glaube, dass das funktioniert. Und ja, so sieht es erstmal aus. So, dann nehme ich das Blei mal hier raus. Ist alles leer. Platz haben wir keinen, aber vielleicht hier. Da kriegt man zumindest drei Stück unter und den Rest machen wir hier. Gut, tierisches kommt auf alle Fälle hier rein. Da können wir davon was reintun. Haben wir nicht. Hatte ich nicht irgendwo was dafür reingetan? So, das können wir übrigens mal umbeschriften. Die sind ab sofort leer. Ja, dann ist es das. Und auch hier können wir jetzt das in Stoff und Kevlar umwandeln, ja? Haben wir. Stoff und Kevlar, ich glaube, das habe ich auch richtig geschrieben. Passt. Gut, dann biologisches, dann haben wir hier nochmal was rein und dann ist es das. Irgendwas für Waffen? Nee, ne? Waffen ist auch blöd. Warte mal, weißt du, was ich jetzt mache? Hier haben wir nämlich noch Bretter, siehst du. Und hier haben wir auch das noch. Das kommt aber eigentlich nicht hier rein. Aber weil wir es drüben zu viel haben, ne? Ja, das ist der Grund. Ja, weißt du, was ich nämlich jetzt mache? Wir haben doch. Warum sollen wir es denn nicht hier rein tun? Ne? Oder ist es nämlich alle? Siehst du? So schnell geht das. Können wir übrigens mal eine Runde machen hier. Mal so nebenbei. Ne? Wir haben ja jetzt den großen Rucksack und guck mal, was da reinpasst. Echt genial. So, dann mache ich das schon mal. Hab zwar gerade gesagt, wir bauen, wenn wir Bock haben. Oder ich Bock habe, wie auch immer. Ja. Und schon ist erledigt. So, wie viel habe ich denn noch übrig? Fünf Bretter. Naja. Wunderbar. Gut, dann haben wir das. Jetzt muss ich mal in die Anleitung hier schauen. Wir haben ja hier den Stahlspeer. Kann an der verbesserten Werkbank hergestellt werden. Wir brauchen eine Stahlspeerspitze, drei Stöcke und fünf Pflanzenfasern. Eins, zwei, drei. Fünf Pflanzenfasern. Da haben wir, glaube ich, hier noch was. Nehme ich mal die raus. Und wir brauchen bestimmt Stahlbahnen für die Stahlspeerspitze. Die müssen wir mal gucken, wo wir die herstellen. Die ist hier. Stahlspeerspitze am Amboss. Ein Stahlbarren. Ja, das ist doch schick. So, herstellen. Jawohl. Jetzt muss ich nochmal gucken. Stahlspeerspitze. Stückchen. Pflanzenfaser. Naja, wir wären ja eigentlich lieb, wären wir ja zwei, ne? Wenn ich mal so ehrlich bin. Und am liebsten wären wir eigentlich drei. Gut. Haben wir dann auch geklärt. Das sind hier die Bolzen, ne? Die sind auch cool. Da braucht man Eisenbrocken zweimal, Federn und Stock. Ist auch nicht schlecht, ne? Die werde ich mir auf alle Fälle auch bauen. So, dann machen wir mal zwei. Das soll jetzt gepasst haben. Ne, warte mal, da müssen wir mal rausgehen.
Hat es jetzt gepasst, dass die... Eine hat er genommen. Okay. Die andere ist ein bisschen... Ja, Bogen bräuchte man dann auch irgendwann nochmal neu. Ist aber nicht so schlimm. Das kläre ich gleich mal, weil die Axt kann ich nämlich jetzt hier unten wieder reintun. So. Wunderbar. Dann können wir den zum Werfen nehmen für den ersten Schlag. Und die können wir dann später auch mal hier so irgendwie dafür verwenden, ne? Mehr oder weniger. Ich könnte es allerdings auch anders machen, dass ich das einfach freilasse. Jetzt wäre meine nächste Idee. Wir schauen mal, was das elektrische Schleifrad kostet. Denn irgendwann muss ich das ja auch mal wieder reparieren. Hier, das Schleifrad schärft Stahl- und Eisenwerkzeuge. Das ist natürlich ganz fein. Da können wir dann auch mal die Äxte wahrscheinlich ändern. Da braucht man einen kleinen Stein, 12 Bretter, Eisenbahn, 6 Stück, Mechanikteile. Das haben wir da. Eisenbahnen haben wir 3. 3. Da muss ich Steine holen. Das ist aber nicht das Ding. Das machen wir mal. Ich würde es trotzdem erstmal anzeichnen. Das Schleifrad. Da muss ich das mal freischalten. Steht es unter Schleifrad? Schmiedetechnologie ist es nicht. Dann muss ich mal so gucken mit Bildern. Bilder sind immer gut. Oh, da kriegen wir sogar die Steinmühle. Das ist ja genial. Steinmühle heißt Sand. Sand und Lehm heißt Ziegel. Ziegel heißt fertiges, stabiles Fundament. Doch, doch, läuft. Gut, dann haben wir schon mal das. Wie gesagt, wo ich das am Ende hin nochmal alles baue, das ist ja. Erstmal, das ist der Mischer, das ist das Ding, das Schleifrad. Ich mache das jetzt mal hier hin. Das machen wir hier hin, so. Und dann hat man noch. Wo war es denn jetzt? Ja? Die Steinmühle. Der Mischer war der Zement. Dafür brauche ich Strom, dafür brauche ich Strom, aber für den brauche ich keinen Strom. Kleine Steine auf jeden Fall. Bretter. Bretter, die die Welt bedeuten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Haben wir. Eisenbahnen, Mechanikteile, die holen wir auch gleich. Mechanik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Was hast du denn? Willst du was essen? Ja, wir haben nicht mehr. Wir haben kein zu essen mehr. Wir haben kein zu essen mehr. Was ist hier los? Ich muss jetzt mal was trinken. Hier haben wir was. Und da sehe ich auch gerade, dass ich was aufhängen wollte. Ja, das zieht mir dann auch ein bisschen am Leben, ne? Komm mal her, hier. Dann mache ich noch eine Kartoffel dazu. Immer noch schön backen. Jawohl. So, die Mechanikteile haben wir. Eisenbahn 6 und kleine Steine. Da müssen wir mal runtergehen. Da nehme ich die Kiste mit Eisenbahn. Haben wir hier 3. Ja, mehr ist leider nicht. Das werden wir aber gleich hinkriegen. So. Wie sieht es mit Wasser aus? Da sieht es auch schlecht aus. Okay. Ja, das geht von alleine aus. Ja, da müssen wir wieder ein paar Stöcke machen. Ich muss wieder ein bisschen Zeug hochbringen. Alles gut. Siehste. Und auch das. Dann trinken wir noch was. Ja, das geht von alleine aus. Wo ist denn das Wasser hier? Da könnte man vielleicht nochmal gucken. Ne, warte mal, das war blöd. Dann machen wir es lieber mit dem. Da weiß ich nämlich, dass das läuft. Und dass das Wasser dann fertig ist. Genau, Stahlbahn können wir mal zurücktun. Und das machen wir so. Und die Spitze. Ich hatte jetzt Platz geschaffen eigentlich, ne? Ja, genau. Dann war das jetzt gerade okay, aber ich habe keinen Stock mehr. Gut, ist nicht so schlimm. Gut. Wasser läuft. Wir sind erstmal soweit gesättigt. Ich blende das mal ein. Müde sind wir auch noch nicht. Holz könnten wir holen. Wenn wir eine Axt hätten, können wir mal eine Kiste Holz holen. So, Holz und dann machen wir Steine. So. So machen wir das.
Sehr gut. Nee, warte mal. Das machen wir so. Und so. Komme ich da ran? Nee. Juhu. Und auf nach oben. Ist auch eine schöne Formation hier, was auch immer das sein soll. So, haben wir alles. Wunderbar. Sehr gut. Okay, gut. Dann haben wir schon mal das. Ja, ich nehme mal beide mit. So toll sind sie jetzt nicht gefüllt. Warte mal, ich wollte die Kiste mitnehmen, ne? Aber jetzt ist die Frage. Ich muss, glaube ich, irgendwo eine Tür machen, wo ich da mal was runterhauen kann. Ich weiß nicht, ob ich hier so rankomme. Okay, das geht doch. Ja, so geht's auch. Gut. Ja, alles ein bisschen umständlich, aber was willst du machen? Juhu, das ist alles Lehm. Steine waren hier unten noch. Dich nehme ich gleich mal mit. Nee. Geh mal raus hier. So. Das sind auch Steine. Das nehme ich auch alles mit. Super, da haben wir wieder Eisen. Steine. Läuft. Ja, mit den 75 Kilo jetzt, ne, da sind wir natürlich nicht so schnell überladen und das ist natürlich der absolute Brüller. Ne. Das ist wirklich sehr angenehm. Ja, und früher war das ja so, da musstest du, also es macht sich immer besser, das mitzunehmen, weil die einzelnen Krokodile dann rüber zu fahren, wenn du da irgendwie eine extra Basis oder was baust, da wirst du ja... Also nicht eine extra Basis, sondern wenn du es zu deiner Heimatbasis bringst, die vielleicht weg ist, da wirst du ja adlig dabei, ne? Aber ich bilde mir ein, früher war das trotzdem... Da konntest du die Werkbank einfach von zu Hause mitnehmen. Da brauchtest du nicht die Sachen vor Ort, ne? Das war natürlich auch eine feine Sache. So, ich habe was gesehen. Wie gesagt, wir brauchen bestimmt wieder Pfeile und ich mache auch weiterhin Knochenpfeile. So, hier muss ich was einsammeln. Da haben wir auch noch was. Da ist ein Schäfchen. Das müsste man normalerweise auch mal einsammeln. Hm. Ja, ich höre dich. So, wunderbar. Ja. Gut, so geht's auch, ne? Warte mal. Komme ich daran? Jo, läuft. Okay. Ja, da war wieder Steine ohne Ende. Gut, was braucht man noch?
Eisenbahn braucht man noch und kleine Steine. Das können wir gleich mal erledigen. So. Haben wir. Wie sieht das jetzt hier aus? Habt ihr noch was drin? Ja. Na, dann machen wir mal, oder? Ja, Regen ist natürlich auch gut. Ich hoffe, der hält das hier aus. Wenn nicht, werden wir es gleich sehen, ob er ausgeht. Nö, nee, bleibt an. Sehr gut. Okay. Guti, dann haben wir das, das und das. Stöckchen haben wir auch. Jetzt muss ich nochmal gucken, was wir nochmal brauchten für den zweiten Speer. Stahlspitze haben wir, 3 Stöcke Pflanzenfasern. Pflanzenfasern haben wir auch. Wo wurde es gebaut? Verbesserte Werkbank. Das siehst du. Machen wir mal so hier. Sehr gut. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall. Ja, genauso wollte ich es nämlich nicht haben, sondern so. Oh, lustig, dass er dann in den Sack steckt. Naja. Was willst du machen, ne? Gut, haben wir das. Das kommt dahin, das kommt auch hier hin. Tierisches kommt die Pfeile, also die Federn. Da haben wir gerade keinen Platz dafür. Ja, vielleicht müssen wir auch mal wieder in die Dings fahren, ne? In die Höhle. 2, 4, 6, 8. Also das müssen wir auch dann jetzt regelmäßig machen, sonst hat das dann keinen Wert, ne? So, während das hier nochmal ein bisschen durchbrodelt, hole ich nochmal ein bisschen Holz von unten. So. Ja, hätte man die Tür auf die andere Seite drehen sollen? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Das. Vielleicht. So, ich zerlege das mal hier. Mal hier rein. Genau. Dann haben wir das Auge gefixt. Na. Okay, ich glaube, ich kann mal eine Lampe anmachen, oder? Ist ein bisschen. Hier oben geht es zwar, aber unten ist ein bisschen. Sehr gut. Okay, dann haben wir jetzt hier Steinchen. Hier ist ein bisschen was fertig geworden. Da können wir noch mal was reintun. Dann haben wir hier Barren. Sehr gut. Steinchen. Dann haben wir hier ein bisschen Mischung. Noch eine andere Mischung. Na, und nochmal Steinchen. Sehr gut. Muss ich gerade so an The Forest denken, wo man mit der Seilwinde das so schön machen konnte. Das wäre auch nochmal eine feine Sache. Wenn es sowas gäbe. So, dann müssen wir mal gucken, wann wir den Lebensmitteltisch herstellen können. Eine Blaupause haben wir ja noch.
Und ich werde natürlich jetzt den Rest des Jahres damit versuchen, nochmal andere Dörfer zu machen. Ne? Nicht, dass man. Also wir machen hier nicht ständig dieselben Dörfer, das ist auch klar. Das war jetzt einfach nur mal, dass wir ein bisschen Geld für einen Händler haben. Ich werde auch trotzdem mal gucken, ob wir eine ein oder zwei Kisten mitnehmen können in die Dörfer. Na, das wollte ich nicht. Einfach aus dem Punkt heraus. Wir können uns dann das aufheben, wir müssen es nicht weghauen und wir können das dann irgendwann mal mitnehmen und dann können wir das dem Händler auf die Backe nageln, auch wenn es bloß ein paar Mäuschen sind, die da dann uns glücklich machen, aber es sind eben ein paar Mäuschen. Fehlt hier noch Bretter? Nö, Bretter waren wir durch, ne? So, da haben wir das. Okay, dann habe ich hier noch zwei Barren. Ja. Jetzt schauen wir mal, was wir hier noch haben. Sehr gut. Und da haben wir das. Und hier müsst ihr jetzt Öl. Genau, siehst du. Und da ging mein Plan doch voll auf. Eins, zwei, drei, vier. Ob da jetzt Biotreibstoff reingeht, weiß ich nicht. Wir machen das einfach mal so. Wunderbar. Sind also auch immer vier. So, und da können wir nämlich dann den Speer, den wir jetzt uns gebaut haben, hier aus Stahl, den können wir dann dort schleifen. Und das ist eine echt schöne Sache. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Wir haben hier, weißt du was? Ich gönne uns mal den Luxus und tausche das mal in Nägel. So, haben wir. Damit ist der Tag auch schon wieder rum hier. Ja, wir haben es 22 Uhr. Hier hängt noch Trockenfleisch. Das habe ich gegessen für uns, das eine Stück. Ansonsten habe ich nichts mehr. Essen habe ich hier auch nichts mehr. Das wird morgen wieder eine Kiste, wo wir uns was organisieren müssen. Aber bis morgen könnte auch das Trockenfleisch fertig sein. Und Kevlar müssen wir auch holen. Ja, und dann brauchen wir wieder Kevlar und Kevlar und Kevlar. Wenn wir Öl produzieren, ist das kein Problem. Dann können wir uns Plastik machen. Kommt also auch alles. So, jetzt wäre der nächste Handgriff. Wir schauen mal rein in die Produktion. Chemietisch brauche ich nicht, in die Produktion von dem. Weil ich brauche nämlich auch diese. Da können wir Steine reintun und ich brauche die Spikes. Elektrische Teile, mechanische Teile, Eisenbahn und Bretter. Was? Und dann brauche ich Strom, 100 Strom. Das heißt, ich brauche Solarzelle oder irgendwas in der Richtung. Wind wäre natürlich zuverlässiger. Und vielleicht eine Batterie für den Moment. Dazu brauchen wir wieder, ja, Kupfer. Schauen wir gleich mal rein. Was brauchen wir dafür? Blei brauchen wir, das haben wir da. Aluminium brauchen wir. Hatten wir auf Aluminium gestellt. Ich glaube, wir hatten es bei Kupfer gelassen. Elektrische Teile haben wir auf jeden Fall. Dann hätten wir hier Eisenbahn, Aluminium, Blei. Blei ist kein Problem. Und Kobalt. Und Solar. Eisen, Aluminium, Kupfer, Kobalt. Also so oder so. Ja, und eine Batterie bräuchte man. Dann brauchen wir noch den Schaltkatz. Dann brauchen wir auch nochmal Kupfer, Kobalt, Eisen. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Ich hatte eigentlich vor, hier keine Wände einzuziehen, aber dann müssen wir es irgendwie an die Seiten hier machen. Und ich weiß auch noch gar nicht, wo wir das Solarzeug hinbasteln. Also ich weiß, dass wir noch ein paar Stockwerke machen, aber so weit sind wir ja dann noch gar nicht. Aber dann muss eben hier erstmal der Strom hin, ist ja auch nicht so schlimm, ne? Verkabeln tun wir es ja nur, wenn wir von dem Verteilerkasten dann. Ja, das ist kein Problem. Genau. Okay. Wenn ich jetzt in Kühlschrank will ich nicht. Das ist eine einzelne Technologie und Solarbatterie ist auch eine einzelne. Ja, dann brauchen wir das alles noch. Lampe kommt später. Herd. Ölsauger. Ja, wir brauchen noch ein paar Technologien, ne? Also wir brauchen sowieso alle, aber Windturbine. Die läuft halt immer. Ja. Kreissäge haben wir, Wasseraufbereiter ist auch was Feines, Stromtechnologie. Also ist auch extra. Gut, oh gut. Also Strom bräuchte man, dann bräuchte man eins davon. Ja, und dann, also bräuchte man zwei davon. Zwei, mindestens zwei. Steinmühle. Was macht denn eigentlich? Warte mal, wo ist denn das hier? Solar, sehen wir nicht, was die machen, ne? Wie viel Strom?
Nee, das sehen wir immer nicht. Aber ich glaube, das Windrad war 20 und die Solaranlage war 40. Ne? Hier steht es 40, dann ist die 20. Dafür bringt die aber eben 24 Stunden und die vielleicht plus 10 Stunden oder 8 Stunden. Da kämst du mit der Solaranlage trotzdem immer noch besser, glaube ich. Also 20 mal, wenn es gut läuft, sind wir bei 500. Nee, dann macht die Solaranlage da. Ist eben Nachteil. Aber sie werden ausgewogener von den Ressourcen. Ne? Also wir brauchen Aluminium, wir brauchen Eisen, das ist kein Problem. Wir brauchen Blei, das ist auch kein Problem. Und wir brauchen Kobalt. Das heißt, wir müssen nochmal auf Kobalt stellen, wir müssen dann auf Aluminium gehen. Und so werden wir es machen. Und ja, so ist es einfach. Genau, ich habe jetzt nochmal hier bei den Waffen. Ich habe jetzt das so. Und ich gucke jetzt nochmal rein, was die Pfeile sagen. Ja, die Pfeile sagen Folgendes. Tierisches, das machen wir jetzt noch. Da muss ich auf die Werkbank hier. So. Das war jetzt nicht auf der Chemiebank, oder? Ach, vom Spieler kann das hergestellt werden, ehrlich? So ein Ding. Hier steht an der Werkbank. Okay. Na, wir finden schon noch das Richtige, hoffe ich. Siehst du, es war doch hier an der Werkbank. Okay, gut. Tja, mit dem Angriff werden wir sehen, ne? So, haben wir. Sowieso nicht so viel Federn, ne? Muss mal gucken. Tierisch, 6 Stück haben wir. Läuft ja richtig gut. Ja, ist nicht so schlimm. Gut, dann gehe ich mal hier ran. Ich muss mal gucken, ob der hier hergestellt wird. Der Knochenpfeil, verbesserte Werkbank. Jawohl. Was brauche ich denn noch? Seil. Seil. Gut, haben wir. So, wir haben noch ein bisschen Luft. Ich gehe noch mal unten ein bisschen gucken. Vielleicht finden wir noch ein paar Federn. Vielleicht können wir noch eine Handvoll machen. Das ist Schäfchen. Naja. Du wirst mich aber auch ein bisschen nerven, ne? Das weißt Fuchs finde ich jetzt nicht unbedingt hier so das tollste Tier, weil er halt auch so ein bisschen, naja, ich sag mal, Sackgänger ist. Ja. Na, was läufst du denn hier? Da wären meine Federn gewesen, ne? So, komm. Da haben wir schon wieder für den Winter was. Das ist doch herrlich. Okay. Nee, da will ich jetzt nicht lang gehen.
Hey, komm mal zurück. Was siehst du? Sehr gut. Okay, ich schau doch mal hier in die Kiste rein, ob wir noch was zu mitnehmen haben. Ja, dann nehme ich die gleich noch mit hier. Kann ich die oben einlagern? Naja, läuft doch. Siehst du? Können wir morgen früh mal neues Zeug reintun? Dann haben wir hier noch was für den Winter. Ist doch herrlich. Hier haben wir auch noch ein Fröschlein. Zwei Fröschlein. Das wäre nochmal Fleisch. Da drüben wächst noch eine Gurke. Das ist deine Chance. Okay. Gut, dann gehe ich jetzt hoch. Wir haben es jetzt mittlerweile 1 Uhr in der Nacht durch. Ja, nee, sollst du nicht. Solltest mal in die Kiste gucken. So, haben wir auch. Da ist alles voll. Die Melone hat man, glaube ich, geholt. Ja. Bei Gelegenheit machen wir hier mal eine Tür noch mit rein. Auch wie gesagt, bei Gelegenheit. Dann haben wir hier jede Menge Steine. Sehr gut. Die sind alle aus. Ist aber nicht so schlimm. Da kann ich die zwei hier noch reintun. So. Das jetzt. Das ist aber echt furchtbar, dass ich mir das nicht merken kann. Verbesserte Werkbank. Stimmt schon. Ja. Siehst du, da gibt es nochmal 16. Das ist doch super. Hier. 31, 40 können wir reinmachen. Damit bin ich voll zufrieden. So soll das sein. Ja, und die anderen kann ich leider nicht verwerten. Beziehungsweise irgendwie wegtun. Dann werden wir die irgendwann mal gucken. Vielleicht kauft ihr uns eine ab. Müssen wir mal gucken, ne? So, das wechseln wir mal. Das machen wir so. Das kommt hier hin. Eine schöne Sache. Und die Stücke machen wir so. Und damit ist die Folge beendet. War wieder sehr erfolgreich. Wir haben ein klein wenig gebaut. Wir haben neue Gerätschaften. Wir können unseren Speer schleifen. Ich kann den mal aufrufen. Der hat ein klein wenig Schaden. Ihr seht es oben bei 12 Uhr. Unten rechts das Rad, also der Kreis. Seht ihr das ein bisschen und dann mache ich rechte Maustaste und schwupp ist schon erledigt. Und der hört auch von alleine wieder auf, ne? Das ist echt das Schöne. Öl hat er gar nichts verbraucht weiter. Und hier haben wir auch schon einmal durchgejagt. Und schaut mal bei einmal, was der an Öl verbraucht hat. Das ist fast nichts, ne? Also ist schon echt top. Kannst du nicht meckern, die Technik gefällt mir. Ja, und dann schauen wir weiter. Gut, dann sind wir heute weit gekommen. Wir haben auch einen Kleiderständer da drüben. Den Kleiderständer, wir haben das, wir haben, was haben wir denn noch gebaut? Ach, ich weiß gar nicht, etliches. Ja, vielleicht bauen wir nochmal hier für das Wasser was, weil damit wir genug da haben, vielleicht nochmal 2 oder 3, aber das würde ich dann vielleicht auch irgendwie auf der Terrasse hier oben machen. Müssen wir mal gucken, ne? Ja. Und der hat irgendwie Hunger. Ist denn unser Trockenfleisch fertig? Siehst du, da war doch noch was. Nimm das mal. Dann müsste das mal so nehmen, oder so. Jetzt habe ich gedacht, da drüben steht einer. Wow. Ja, das wäre der Poller, ey. So, da kann man das nämlich aufhängen. Das würde ich mal noch umwandeln. Ja. Wie gesagt, ein so ein Stick
reicht genau, um das einmal durchzukochen, das Wasser oder irgendwas, was ihr hier drauf habt. Da braucht das nicht ausmachen, es brennt euch nicht die Hütte runter und ja, es ist einfach voll in Ordnung so. Ja, die wandle ich auch mal um. So. Genau. Dann kann das hier laufen. Super Sache. Das können wir mal in die Kiste tun, denn das hält sich hier eine ganze Weile. Das auch. Dann nochmal morgen früh was zu essen. Und eins esse ich schon mal. Ja, und dann sage ich, macht's gut. Ciao, ciao. Und das Däumchen nicht vergessen. Bis dahin. Danke.